Moin, herzlich willkommen bei Whisky Gold und heute setze ich meine Reihe mit dem Lafroig fort. Das letzte Mal habe ich für euch den 10er probiert, den blende ich euch hier mal ein. Und diesmal verkoste ich für euch den Lafroig Quarter Cask. Zu Lafroig habe ich beim 10-jährigen, das könnt ihr euch nochmal anschauen, der Link ist eingeblendet, nochmal ein bisschen was zu Lafroig erzählt. Jetzt im Unterschied zu dem 10-jährigen ist dieser hier in Ex-Bourbon-Fässern gereift und anschließend kommt er in kleine, das sind ca. 200 Liter kleine Quarter Casks. Die Quarter Casks, das steht auch hinten drauf für die, die es interessiert, im 19. Jahrhundert war das so, dass diese Fässer per Esel transportiert wurden. Und da der Esel halt nicht so viel schleppen kann, nicht schleppen sollte, wie auch immer, hat man diese Quarter Casks gemacht, die einfach weniger Volumen haben. Die sind ungefähr gleich lang wie die normalen Fässer, aber die Dauben sind deutlich kleiner. Das heißt, es sind kleine Röhren, um die Intensität, das heißt, der Whisky muss da drin nicht so lange reifen. Man muss auch aufpassen, dass er nicht zu lange drin liegt, sonst wird der Whisky zu holzig, da einfach durch das geringere Volumen drin, die schneller die Reifung vonstatten geht, sich schneller Aromen aus dem Holz ziehen lassen. Ja, dieser hier ist im Vergleich, oh nein, doch nicht, der ist ebenfalls mit Farbstoff. Ich hätte jetzt gedacht, der ist ohne Farbstoff. Allerdings mit 48 Volumenprozenten, so wie ich es bevorzuge. Der 10-Jährige kommt mit 40%. Was gibt es zu dem Quarter Cask noch zu sagen? Quarter Cask, habe ich gesagt, kommen ganz viele Eichenaromen werden freigegeben. Ex-Bourbon Fässer. Die Quarter Cask Fässer sind reine Eichfässer, die ist ohne Sherry. Ich würde sagen, wir probieren den gleich mal. Ich glaube, viel mehr gibt es dazu nicht zu erzählen. Lafroig, Jim Beam Suntory Konzern, habe ich glaube ich im letzten Video schon erwähnt. Auf den freue ich mich natürlich mehr. 48 Volumen ist eher mein Ding. Gibt es hier kein Heftchen? Oh doch. Ich wollte gerade sagen, das ist doch eigentlich in jedem Lafroig, ne? Ja, wieder Passport to Isla. Ich glaube, das ist genau das gleiche. Ja, genau. Wieder mit Nummer, Zugangsnummer für Mitglieder oder die es werden wollen. Ja, preislich liegen wir hier bei 30 bis 35 Euro. Ein Ticken teurer. Ist allerdings ohne Altersangabe. Genau, ganz interessant hier. Dieser Lafroig wird im Gegensatz zu dem 10-jährigen, es steht jetzt nicht drauf, ich bin mir nicht ganz sicher, nicht kühl gefiltert. Und es steht extra drauf, falls einem dieser Whisky zu stark ist, kann man etwas Wasser hinzutun, um den zu verdünnen. Und es steht drinnen, dass er ein bisschen so einen kleinen Niederschlag haben kann. Der trübt ein bisschen ein. Und das ist völlig normal bei nicht kühl gefilterten Whiskys. Ja, das heißt, wenn sich das Ganze ein bisschen verändert, so ein bisschen nicht ganz mehr so klar ist, dann ist das völlig normal, das ist überhaupt kein Problem. Zu Nicht-Kühlfilterung, ich werde da nochmal ein Video für euch irgendwann mal drehen und euch ein bisschen was darüber erzählen. Das wird hier jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Ja. Das habe ich erzählt, Quarter Cask. Ja, wenn man sich das Verhältnis mal anguckt, Quarter Cask hat ca. 200 Liter, so ein richtiges Bourbon-Fass zum Beispiel, da fasst er schon um die 5, 6, vielleicht sogar 700 Liter. Also da sind schon kleine Fässer. Ja, hier steht es wieder drauf, the most richly flavored of all Scotch Whiskies. Da wollen wir mal gucken. Es erwartet mich natürlich wieder sehr viel Rauch wie beim 10er. Allerdings, ja, deutlich weniger.
Der ist schon ein Stück milder. Ja, ihr hört schon, dass Musik im Hintergrund läuft. Ich mag das immer ganz gerne. Für alle, die die härteren Klänge mögen, sind gerade bei Darkthrone Total Death, Klassikerscheibe. Kenner wissen Bescheid. So, auch wieder mit Farbstoff. Ähnliche Farbe wie der Zehner. So ein leicht gelb-gold. Mal verriechen. Ja. Nicht ganz so rauchig wie der 10-Jährige, aber trotzdem immer noch sehr, sehr präsent, sehr viel. Es kommt aber mehr dieses Bourbon-Fass durch, die Süße ist ein bisschen mehr da. Und man merkt in der Nase ein bisschen mehr den Alkohol, 40-48%, das ist ja schon ein Unterschied. Gefällt mir so ganz gut. Ja, das Bourbon-Fass kriegt man hier ganz gut. Die Eiche ist zu riechen. Ein bisschen Trockenheit. Und unterschreite ich so ein bisschen diese zitrussüßen Note. Ja, und diese Seeluft, Seetank. Meeresluft, Salzwasser ist auch im Hintergrund überall präsent. Ja, da wird also 50, 60 ppm vielleicht haben. Ich höre euch auch. So, probieren wir mal. Ja. Ja, und der Rauch kommt wieder aus allen Löchern raus. Ganz stark präsent. Viel kräftiger im Mund als der Zehner. Bisschen mehr Schärfe durch die höheren Volumenprozente. Ja, und ein bisschen mehr Süße auf der Zunge. Viel Eiche, viel Trockenheit von dem Eichenfass. Von den Quarter Casks. Ja, jetzt ist er langsam weg. Aber länger im Abgang als der 10-Jährige. Ja, jetzt macht ein bisschen der Shaggy ein bisschen mehr auf. Eiche immer noch zu spüren, ganz kräftig und der Rauch. Also mir gefällt er besser als der 10-Jährige. So, nehmen wir noch einen Schluck. Mhm. Viel mehr Mund ausfüllen, viel schöner. 48 kommt da viel schöner. Und relativ mild, trotzdem noch im Vergleich zu anderen Whiskys. Mhm. Ja, leichte Schärfe hat er sogar. Auf der Zungenspitze, die macht sich bemerkbar. Ja, toller Whisky, gefällt mir gut. In meinen Augen würde ich den 10-Jährigen dem nicht bevorzugen. Definitiv nicht. Dann lieber den Quarter Cask. Für Einsteiger vielleicht trotzdem immer noch zu viel Rauch. Bisschen zu krass. Aber vielleicht eher den als den, wenn es dann ein rauchiger sein muss. Ja, schreibt mir, fragt mich, was ihr wollt. Alles willkommen, alles erlaubt. Ja, danke fürs Zuschauen.
und bis zum nächsten Mal.